Die Innerweisheilapotheke. Ich habe als Arzt in den letzten 17 Jahren dieses System entwickelt, um jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu balancieren in energetischer Art und damit die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Die Heilapotheke besteht aus virtuellen Elementen, Fähigkeiten, die jeder Mensch selber mitbringt, und materiell vorhandenen Werkzeugen, die wir mit der Heilapotheke jedem zur Verfügung stellen. Die Fähigkeiten, die jeder selber mitbringt, sind zum einen die Intuition, das Gefühl, das Wahrnehmen, das Spüren und zum anderen der Armlängentest, eine Möglichkeit, direkt mit dem Unbewussten zu kommunizieren. In dem Moment, wo ich Ja sage bzw. in Balance bin, sind meine Arme gleich lang. Wenn ich Nein sage oder im Stress bin, sind meine Arme verschieden lang. Damit habe ich eine sehr einfache Möglichkeit, mit meinem Unterbewussten zu kommunizieren, Antworten zu bekommen. Um diesen Armlängentest sicher anzuwenden, muss ich lernen, von draußen zu schauen. Das heißt, ich schaue nicht mehr selber auf das Thema, sondern ich stelle mir vor, viele Augen sind um mich herum und schauen gleichzeitig. Also es schaut auf mich. Und dann kann ich den Armlängentest auch sicher anwenden. Die materiell vorhandenen Elemente der Heilapotheke liegen hier vor mir. Das ist zum einen eine Box mit 309 Heilsymphoniekarten, bestehend aus den Frequenzen und Energien von Blüten, Tieren, Kristallen, Kräutern, homöopathischen Mitteln und vielem mehr. Zum anderen den Testkarten. Das sind sechs Testkarten, die die Kernthemen berühren. Das sind Fragen wie Ja zum Leben, Ja zur Liebe, Ja zur Ehrlichkeit, Ja zur Veränderung, Ja zu mir und Ja zum Körper. Jede dieser Testkarten beinhaltet drei Fragen. Zum Beispiel bei Ja zum Körper: Ich ernähre mich gesund, ich befreie mich von Giften und mein Körper ist gesund. Wobei ich mit Ernährung und von Giften natürlich viel mehr als Chemikalien und Metalle und das Essen meine. Ich meine damit alle Ebenen: die emotionale, die energetische, die mentale, die körperliche, die seelische Ebene. Ja zu mir beinhaltet Ich bin ich, die eigene Identität, die Klarheit des Energiefeldes und die Fähigkeit, glücklich zu sein. Ja zur Veränderung beinhaltet die Bereitschaft, alles zu verändern und wieder gesund und glücklich zu leben, im Jetzt zu sein und mich wert zu fühlen, auch gesund und glücklich zu sein. Ja zur Ehrlichkeit beinhaltet: Ich bin bereit, ehrlich zu kommunizieren. Ich lebe authentisch und ich lasse meine Kompromisse los. Ja zum Leben beinhaltet: Ich gewinne meine Lebensenergie zurück. Ich lebe mein kreatives Potenzial und ich bin im Fluss. Und Ja zur Liebe beinhaltet: Ich liebe und werde geliebt. Ich liebe, was ich war, was ich bin und was ich sein werde. Das bedeutet, es gab niemals Fehler in meinem Leben. Und ich öffne mein Herz, das heißt, ich erlaube auch wieder verletzlich zu sein. Mit diesen Testkarten haben wir die Möglichkeit, die Kernthemen berühren zu können, damit dann Symptome und Störungen, die uns scheinbar beeinträchtigen, von selbst verschwinden können. Ein weiteres Element ist das Handbuch dazu. In dem Handbuch wird die ganze Methode beschrieben, inklusive dem Armlängentest. Und es sind die 309 Mittel in ihrer Bedeutung beschrieben, sodass man nachlesen kann, wenn man eine Karte zieht, wofür diese Karte steht. Am Ende, wenn ich eine Heilsymphonie komponiert habe, habe ich die Möglichkeit, die kleinen Karten über eine Übertragungskarte auf dieses Amulett zu übertragen. Das ist eine Messingscheibe, auf die ein Symbol geprägt wurde. Dieses Symbol ist eine geometrische Struktur, die harmoniert mit den geometrischen Strukturen des Systems und die damit erlaubt, dass die Energien der Heilsymphoniekarten auf das Amulett übertragen werden und dann dem Anwender zur Verfügung stehen. Dazu lege ich das Amulett in die Hand, lege die Kopierkarte auf, die Heilsymphoniekarten auf die Kopierkarte und übertrage mit meinen Händen dann die Energie.